ausgedruckt. C-Warnung. Ich wiederhole, C-Warnung. Das ist ja ganz in unserer Nähe. Abitieren! Während der Truppführer den Befehl für das C-Spüren erarbeitet, gibt der Spürer 1 die Daten für die Grundeinstellung in den Zentralrechner ein und wählt Methode Luftspüren an. Spürer 1 und 2 führen. Das Panzergrenadierbataillon 501 will wissen, ob die Straße Gengen-Wahl vergiftet ist. Spürverfahren durchstoßen. Linie Spürbeginn, Papa Uniform, 2, 9, 4, 1, 7, 6. Es ist jetzt 9.44 Uhr. Kraftfahrer, Marsch. Nach Erreichen der Linie Spürbeginn führt der Trupp eine Reihe von Tätigkeiten durch, wie Überprüfung des Raumüberdrucks, Auswählen der Methode Radspüren, Entfernen der Folie von den Spürrädern und Überprüfen der Spürräder an der Sonde. Danach verlässt der Trupp die Linie des Spürbeginns in Richtung Spürziel. Auf dem Bildschirm des Zentralrechners steigen die Intensitäten für eine oder mehrere Substanzen an. Der Truppführer lässt den Panzer anhalten. Spürer 1 und 2, Spürräder überprüfen. Der Spürer 1 beobachtet das Verhalten der Massenpeaks. Er meldet dem Truppführer, dass die Massenpeaks nach der Überprüfung der Spürräder ansteigen. Spürräder überprüft. Signale kommen vom Boden. Punkt spüren. Der Spürer 1 wählt nun Punkt spüren an. Sonde ausgeklinkt. Zehn Zentimeter über dem Boden. Fünf Zentimeter über dem Boden. Sonde aufgesetzt. 21, 22, 23. Sonde weg. Fertig. Da die Signale nach dem Punktspüren wieder angestiegen sind, vermutet der Truppführer sesshafte Kampfstoffe. Zur Identifizierung wählt der Spürer 1 Spektrenserie an. Der Spürer 2 führt erneutes Punktspüren durch und bringt danach den Sondenkopf in Luftspürstellung. Auf dem Bildschirm werden einzelne Substanzen erkannt. C-Probenname. Der Spürer 2 steckt die C-Spürsonde in Transportstellung um, zieht den Einschub der Probennahmevorrichtung heraus, öffnet den Deckel eines Probenbehälters, nimmt mit dem Probengreifer eine Probe und schiebt den gefüllten Probenbehälter in den Transportbehälter. Probe genommen.
Der Spürer 1 bearbeitet die Probentabelle. Der Spürer 2 misst die Bodentemperatur mit dem Bodentemperatursensor. Der Spürer 1 liest die Bodentemperatur über das Hauptmenü ab. Nach der Probennahme sucht der Trupp die Grenze der Vergiftung. Dazu setzt der Kraftfahrer den Spürpanzer 200 Meter zurück. Jetzt führt der Trupp an verschiedenen Orten stufenweises Punktspüren durch. Die Grenze der Vergiftung ist gefunden. Der Spürpanzer setzt zurück und es wird außerhalb des vergifteten Geländes markiert. Der Kraftfahrer fährt in Richtung Spürziel und hält den Spürpanzer alle 200 Meter an. Der Spürer 2 führt das Punktspüren durch. Nach mehreren Halten fallen die Signale. Die rückwärtige Grenze der Vergiftung ist gefunden. Der Spürer 2 markiert. Danach werden neue Spürräder angebracht und der Trupp fährt weiter zum Spürziel. Dort meldet der Truppführer das Erreichen des Spürziels, während der Spürer 1 die C-Analytik beendet. Hier Adler, Spürziel erreicht. Ist Dekont-Einrichtung einsatzbereit? Der Spürer 2 schaltet das Doppelradspürgerät auf Bereitschaft. Danach markiert er den Spürpanzer von innen den Fenstern. Schließlich fährt der Trupp zum Meldekopf einer Dekontaminationseinrichtung, wo der Spürpanzer nach entsprechender Vorbereitung dekontaminiert wird. Der ABC-Aufklärungstrupp mit dem Spürpanzer Fuchs, KBS, führt großräumige, schnelle und qualifizierte AC-Aufklärung durch. Er stellt rasch und zuverlässige Ergebnisse über den Einsatz von AC-Kampfstoffen und andere freigesetzte Gefahrstoffe sowie deren Auswirkungen zur Verfügung.